Hey und herzlich willkommen bei ADH und Christoph, herzlich willkommen. Dankeschön. Wir sind hier in Norwegen, Juniwetter. Norwegen kennt man nicht nur sehr wechselhaft, sondern manchmal eben auch noch was kühler. Und deswegen haben wir hier Isolationsjacken von Patagonia dabei, die uns durch die Woche bringen. Und das sind jetzt hier die Micropuff-Geschichten. Christoph, erzähl mal, was ist das Besondere an der Micropuff-Jacke? Du hast hier deine persönliche schon ziemlich mitgenommene Jacke dabei, die dich schon Jahre begleitet hat. Erzähl mal, was ist das Besondere an der Jacke? Die Micropuff wurde entwickelt einfach als eine Isolation, die möglichst leicht sein soll, also ganz, ganz geringes Gewicht, aber den maximalen Effekt von Isolation macht. Mhm. Und das Ganze wurde möglich gemacht durch eine neue Technik einer Kunstfaser. Das ist eine 65 Gramm Kunstfaser, die aber nicht wie früher bei den Nanopuffs in Waben eingenäht wurde, sondern durch die längeren Phasen können wir die Phase jetzt quasi ohne Unterbrechung hier durchziehen. Man sieht es auch an der Steppung. Ja. Das geht jetzt quasi immer so und jede dieser Steppungen ist eigentlich eine Kältebrücke. Ja? Mhm. Wir verringern das dadurch und deswegen ist diese Jacke jetzt bei geringerem Gewicht eigentlich 30% weniger Gewicht, aber höherer Isolationswert wie bei einer herkömmlichen Nanopuff-Jacke. Okay, also das Ding wiegt gerade mal, habe ich gesehen, 300 Gramm, also ultra leicht. Trotzdem, wie gesagt, auch mal durch eine kalte Nacht kommt man hier easy peasy durch. Das sind jetzt die neuen Jacken. Im Unterschied zu den alten Modellen fällt mir auf, die Oberfläche hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Also jetzt hier habt ihr eher ein mattes Finish. Früher war die ein bisschen glänzender, hat den einen oder anderen gestört. Also da jetzt eine matte Oberfläche und auch von so Kleinigkeiten sehe ich einfach Unterschiede. Zum Beispiel die Bündchen hier unten sind jetzt ein bisschen anders als beim Vorgängermodell. Ansonsten hat sich eine wichtige Sache geändert, nämlich diese Net-Plus-Geschichte. Das macht auch die Optik eigentlich aus. Wir haben das Obermaterial verändert. Ja. Das Obermaterial wird jetzt aus diesem Net Plus recycelten Polyester hergestellt. Net Plus ist eigentlich eine super Geschichte. Und zwar wird Net Plus, heißt nichts anderes, als recyceltes Polyester aus alten Fischernetzen, die aus den Meeren gezogen werden, wiederverarbeitet, recycelt werden. Und aus diesem Polyester werden jetzt diese Materialien gemacht. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine für mich schönere Oberfläche mit weniger Glanz, aber wir haben auch eine tolle Story dahinter, weil wirklich aus diesen Fischernetzen wieder etwas produziert wird und wir haben so einen schönen Kreislauf. Ja, super. Also wirklich eine tolle Jacke, tolle Isolation. Gibt es, wie gesagt, mit Kapuze, ohne Kapuze, mit dem leichten Stehkragen. Ja. Viele unterschiedliche Farben, jede Saison habt ihr ja. Also da immer tolle Möglichkeiten, das Ganze zu kombinieren, für Männer, für Frauen, unterschiedliche Schnitte. Und ja, für mich eigentlich ein unverzichtbares Teil, kannst du sogar noch im Winter tragen. Ne? Also auch beim Huchenfischen habe ich die schon gesehen mit der Jacke. In Kombination dann mit einer Wartjacke hast du eigentlich einen Rundumschutz. Absolut, gerade diese Jacke hat eigentlich ein sehr, sehr großes Feld an, von der Temperatur her. Geht bei 0 Grad oder Minusgraden, geht aber wirklich rauf als leichte Isolation bei 20 Grad, bei kalten Sommerabenden. Also auch sehr, sehr klein packbar, wie wir sehen, ist eigentlich der perfekte Wegbegleiter. Gerade wenn man draußen unterwegs ist und nicht weiß, wird es warm, wird es kalt, ich brauche mal schnell was. Tolles Produkt und wie gesagt, mit Net Plus noch viel besser eigentlich. Also für uns wirklich eine der besten Isolationen fürs ganze Jahr. Micropuff von Patagonia, jetzt mit dem neuen Net Plus.